Was geht, meine Damen und Herren? Ich darf euch erneut begrüßen zu einem Video von mir und aber auch gleichzeitig zu einem neuen Format, welches heißt Best of My Dildodid. Beziehungsweise hier in dem Video heißt es Best of My Hoodies. Der ein oder andere von euch kennt vielleicht das Format von mir, mein Kleiderschrank, wo ich logischerweise meinen ganzen Kleiderschrank einmal vorstelle und das abgeschnitten von den Kleidungsstücken, also sprich einmal alle T-Shirts, einmal alle Hoodies, einmal alle Jacken. Und ich bin immer noch ein Fan von dem Format, aber einfach wegen der Videolänge habe ich mir gedacht, dass ich das irgendwie ein bisschen kürzen muss. Dementsprechend habe ich mir gedacht, wäre es doch einfach cooler, einfach die besten 5 Stücke der jeweiligen Klamottenart einfach vorzustellen. Sprich, hier jetzt in dem Fall, in dem Video, wären es einfach meine 5, meiner Meinung nach, coolsten Hoodies, die ich habe. Ihr könnt natürlich aber auch gerne in die Kommentare schreiben, dass ihr lieber einmal alle Hoodies einmal sehen wollt von mir. Wäre auch in Ordnung. Wir können auch beides machen, wäre auch okay. Also einmal parallel beides einfach, beide Formate zu führen. Aber ich habe mir gedacht, einfach der Videolänge wäre es doch besser, einfach das so zu machen. Ich rede schon wieder zu viel. Wir fangen mit dem ersten Hoodie an. Der erste Hoodie für dieses Format wäre hier dieser LFDY Pullover aus der letzten Kollektion, beziehungsweise bis dato letzten Kollektion, welches die Official The Fast Kollektion wäre. Und warum der einer meiner Lieblingspullover ist, ist eigentlich aus ganz simplen Gründen, einfach weil der schwarz ist und ich persönlich einfach sehr viel Schwarz in meinem Kleiderschrank habe, auch wenn ich mal hier ironischerweise mal kein Schwarz trage, aber sonst trage ich wirklich sehr viel Schwarz. Und der einfach, finde ich, erstmal einen schönen Fit hat, nicht zu krass boxy, beziehungsweise eher gesagt nicht zu krass cropped, wobei ich davon immer mehr ein Fan werde, ehrlich gesagt, aber auch nicht zu lang, hat wirklich eine sehr gute Breite, so ist einfach wirklich vom Rolling her wirklich ein schöner Hoodie, hat wirklich einen schönen Fit und einfach der Puffy Print hier mit dem Kollektionsbranding gibt einfach nochmal dieses gewisse Etwas einfach nochmal. Das ist größte L Fit Video, werde ich nochmal einblenden, weil den kann man auch noch kaufen, deswegen falls ihr irgendwie jetzt nochmal an dem interessiert sein solltet, könnt ihr den gerne noch bei LFDY auf der Seite kaufen. Der vierte Hoodie hier für dieses Video wäre einmal dieser Peso Ross 3 Pullover. Ich habe mir den zum Black Friday gekauft und habe dann den zum Mitte des Dezembers bekommen und habe seitdem gemerkt, dass ich den immer besser und besser finde. Also anfangs fand ich den auch eigentlich ganz gut, aber ich habe gemerkt, dass ich unterbewusst, so wie länger ich den habe, umso öfter greife ich einfach zu dem unterbewusst. Wenn ich also gar keine Vorstellung habe vorher, wenn ich meinen Kleiderschrank öffne, welches Piece ich anziehen möchte, merke ich einfach, ich greife unterbewusst immer öfters zu dem. Einfach weil qualitativ E-Bombe, dazu muss man nichts sagen, das ist auch einfach Peso Ross Level. Und außerdem hat er auch einfach, finde ich, vom Crop-Schnitt ist der einfach perfekt. Der ist nicht zu kurz, nicht zu lang. Also was meine Maße angeht, ist der wirklich perfekt geschnitten. Ist auch gut boxy, wie gesagt, qualitativ super. Was mich da gerade am meisten begeistert, ist auch was das Brushing angeht, weil der von innen wirklich super gebrushed worden ist. Ich merke das immer an mir selber, wenn ich so meine Hände in die Känguru-Tasche reintue, merke ich, dass ich immer mit dem Brushing so meine Hände immer so anreibe, weil ich irgendwie dieses Gefühl darin irgendwie so gut finde. Ich weiß nicht warum, aber mich begeistert es richtig. Hoodie Nummer 3 ist dieser Ask Yourself Pullover. Der kam, ich glaube, 2019 raus. Gibt es auch inzwischen gar nicht mehr so zu kaufen. Ist in der Größe L. Und warum ich den Pullover so sehr mag, ist einfach, weil der wirklich vom Boxy Fit eigentlich schon quadratisch ist. Also sprich, die Maße sind eigentlich genau gleich. Also Länge mal Breite ist genau gleich. Und es führt dazu, dass der, weil der so unfassbar breit geschnitten ist, der einen sehr einzigartigen Boxy Fit hat. Weil normalerweise ist es ja so, dass die Länge immer größer ist als die Breite und der ist eigentlich schon so gut wie quadratisch und das einfach führt dazu, dass der, wie gesagt, einen wirklich einzigartigen Fit hat und das, finde ich, ist einfach schon Punkt Nummer 1, warum der so weit oben bei mir platziert ist. Außerdem hat der einen Wash Black, was wirklich super ist. Also dieses Washback ist einfach nicht, also vom Gefühl her, es ist einfach nicht nur in die Waschmaschine von der Produktion einfach reingeschmissen und mehrfach durchgewaschen worden, sondern der wirkt vom Washback sehr, sehr unique. Und außerdem hat der schon damals, also wie gesagt, der Hoodie kam 2019 raus und ist eigentlich meiner Meinung nach oder nach meinem Ermessen einer der ersten gewesen, die einen Puffy Print haben. Und außerdem ist der von des Gewichts, glaube ich, zumindest bei 550 KSM, was eigentlich mit das
Das schwerste, doch genau. Es ist mit das schwerste an Gesamtmasse für einen Pullover, den man haben kann. So, und deswegen einfach das Ganze führt einfach dazu, dass das wirklich overall gesehen ein super Produkt ist. Hat aber auch stolze 160 € gekostet. Deswegen, ja, darf man auch so viel erwarten. Ob man sowas für einen Pullover ausgeben möchte, ist jedem selbst überlassen. Aber ich muss sagen, Ask Yourself hat mich, seitdem ich den Pullover habe, total. Hoodie Nummer 2 wäre dieser Essentials Fear of God Pullover. Einfach aus ganz simplen Gründen. Ich bin ein riesen Fan von der Fear of God Ästhetik. Also einfach dieses, man hält alles so simpel, so clean, viele R-Töne. Das sieht man gerade bei Fear of God, aber auch bei Fear of God Essentials. Und hoffentlich auch bei den anderen Fear of God Marken, wie auch Fear of God Athletics. Ich hoffe, dass da auch sowas sein wird. Man hat ja auch schon ein Hoodie gesehen, so was da kommen wird mit Adidas zusammen. Der sieht auch ganz cool aus, aber einfach diese R-Töne. Ich bin persönlich, wie man sehen kann, ein Fan von Brauntönen. So, und es gibt halt nur leider wenig Marken, die halt wirklich schöne farbige Pullovers machen. Und da ist einfach Fear of God Essentials, gerade mit dem hier. Das ist der Colorway Moss übrigens aus der, ich glaube, 2020 Fall Winter Kollektion, meine ich zumindest. Und ansonsten hat einen schönen Boxy Fit, sehr schön gecroppt, gute Qualität, wobei die Materialzusammenmischung hier 80% Baumwolle und 20% Polyester ist, was halt so, naja, ist. Also 100%ige Baumwolle ist natürlich ein bisschen schöner zu sehen einfach auf dem Etikett, aber ja, es macht den Hoodies auch nicht zwangshaft viel schlechter. So, deswegen ist in sich sehr schöner Hoodie. Ich hätte auch gern persönlich mehr von Essentials Fear of God, aber wie einige von euch bestimmt wissen, an Essentials Fear of God ranzukommen, wenn man in Deutschland wohnt, ist einfach schwierig. Mein persönlicher Lieblingspullover, und hier spricht auch einfach der Kanye West-Fan aus meinem Herzen, wäre hier dieser Yeezy Gap-Pullover, welcher aber nicht nur so weit oben bei mir ist, weil der von Kanye West kommt, aber auch weil der wirklich viele Alleinstellungsmerkmale hat. Wie im Vergleich zu den anderen vier Hoodies, die ich gezeigt habe, ist der hier double layered. Und für die Leute, die nicht wissen, was Double Layered ist, das ist einfach nur, dass die Innenseite quasi genauso aussieht wie die Außenseite. Sprich, die Baumwollseite von außen wurde nochmal innen reingenäht. So, im Prinzip kann man eigentlich quasi den Hoodie reverse tragen und außer an den Nähten würde man nicht erkennen, dass der quasi eigentlich die Innenseite ist, die man eigentlich gerade trägt. Was ihn, wie gesagt, sehr besonders macht. Ansonsten ist das ein Hoodie, der breiter geschnitten ist, als er lang ist. Ich habe es ja schon beim Ask Yourself Hoodie erklärt. Das ist ja eigentlich nicht in der Regel so. Normalerweise sind Kleidungsstücke, also Oberteile, länger als breit. Aber das macht er halt auch so einzigartig. So, und deswegen führt das auch gerade dazu bei, beziehungsweise trägt das gerade dazu bei, dass er halt auch einfach der perfekte Pullover ist. Und wie Kanye auch selber sagt, und ich muss auch einfach dazu stimmen, der ist auch einfach der perfekte Hoodie. So, weil er halt auch einfach gerade so einzigartig ist. Und weil er natürlich auch hier gerade, die Patronenfarbe hier ist ja die von 2020 gewesen. Also Königsblau war ja die Patronenfarbe 2020, also meine ich zumindest. Und ansonsten hat er halt auch einfach eine riesengroße Kapuze. Und deswegen, aus den ganzen Gründen, ist das persönlich mein Hoodie Nummer 1. Ihr könnt mir gerne in die Kommentare schreiben, welcher Pullover euer von den ganzen, die ich hier vorgestellt habe, euer Liebling ist. Schreibt mir auch gerne in die Kommentare, wie ihr das neue Format hier findet. Ansonsten vergesst natürlich nicht, den Kanal zu abonnieren, damit ihr kein Video mehr hier verpasst. Ansonsten hoffentlich sehen wir uns zum nächsten Video von mir wieder. Ciao!